Heute schon wieder üben, liebe Camilla, denn gestern hatte ich 3 Punkte, nicht nur bei unserer Schalte, sondern auch bei uns in der Sendung. Und was soll ich sagen? Unsere Gästin hat mich rausgekegelt. Und währenddessen ich das hier versuche, Camilla, zeige ich dir mal schon, sie ist schon wieder schief. Weißt du, wer noch bei uns ist? Jemand, der sich wirklich mit Eis auskennt, nämlich Christian. Curlingboten aufs Glatteis führen. Und auch in Bad Dürrenberg westlich von Halle gab es einen schwierigen Einsatz für die Rettungskräfte. Im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. 3 Menschen starben und viele weitere wurden verletzt. Unser Reporter Sven Böttger ist für uns nach Bad Dürrenberg gefahren und hat die neuesten Informationen dazu. Soweit aktuelle Informationen vom Brand in einem Mehrfamilienhaus zusammengefasst von unserem Reporter Sven Böttger. Es scheint ja ein Winter zu werden, wie wir ihn lange nicht mehr erlebt haben. Die Wintersportler, die freut es, die Autofahrer sicher weniger. Denn mit den schönen Seiten des Winters beginnt ja auch das Unheil bekanntlich auf den Straßen. Gleich 2-mal wurden Schnee und Glatteis Lkw-Fahrern im Erzgebirge jetzt zum Verhängnis. Ein Brief mit einer verdächtigen Substanz hat heute in den frühen Morgenstunden im Justizzentrum Gera einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Und von da an durfte zunächst niemand das Gebäude verlassen oder betreten. Am Justizzentrum Gera ist der ABC-Einsatz jetzt abgeschlossen und unser Reporter Peter Heller ist vor Ort. Peter, normalisiert sich der Betrieb am Landgericht denn langsam wieder? Kurz noch die Frage, mittlerweile gibt es ja Meldungen von ähnlich verdächtigen Briefen an Gerichten in ganz Deutschland. Was weißt du darüber? Die Ermittlungen weiterverfolgen. Peter Heller, live aus Gera. Dankeschön. Junister. Das war mal eine mitteldeutsche Erfolgsgeschichte. Der Internetkonzern, der mit Portalen wie Ab in den Urlaub oder Flüge.de zum Marktführer für Reisebuchungen wird, bricht nach Jahren des Erfolges plötzlich zusammen. Die Nachrichten überschlagen sich. Ein Koffer voller Falschgeld, eine dubiose Geldübergabe in Venedig und kurz darauf kommt der Gründer der Leipziger Firmengruppe auf tragische Weise ums Leben. Heute begann am Leipziger Landgericht der Strafprozess gegen 3 ehemalige Junister-Manager wegen Steuerhinterziehung und Computerbetrug. Ja, und unser Gerichtsreporter Hanno Neustadt hat den Prozessauftakt in Leipzig beobachtet und erklärt, warum das Ergebnis für die ganze Internetreisebranche wichtig sein wird. Starkes Team, würde ich mal sagen. Was wäre für Sie der schlimmere Verlust? Das Handy, das Portemonnaie oder doch eher der Schlüsselbund? Für ein fast 3-jähriges Mädchen ist es ganz klar, es ist der Lieblingsteddy. Genau das ist der kleinen Magdalena aus Rottebeul passiert. Doch einer glücklichen Fügung sei Dank hat diese Geschichte doch noch ein Happy End genommen. Sehr schön. Wenn die knackig kalten Temperaturen noch ein paar Tage anhalten, kann es in diesem Winter tatsächlich gelingen, endlich mal wieder auf einem zugefrorenen See so ein paar Runden Schlittschuh zu laufen. Ein Vergnügen, das sie sich vielleicht auch mal gönnt, obgleich ihre Pioretten schöner sind als die unsrigen. Aber das können wir sportlich nehmen, denn wer von uns Hobby-Eiskunstläufern misst sich schon ernsthaft mit einer Weltmeisterin, Europameisterin und Olympiatritten? Christine Stüber-Errat ist heute unser Gast zum Kaffee. Die Bundesregierung arbeitet gerade am Armutsreichtumsbericht, der nur alle 4 Jahre erscheint. Gestern wurden die Eckdaten veröffentlicht und dabei musste Sozialministerin Andrea Nahles einräumen, dass trotz Mindestlohn und Wirtschaftsboom die Geringverdiener noch weit vom Einkommensdurchschnitt entfernt sind. Besonders schwierig ist die Lage für Kinder, die in solchen Familien aufwachsen. In unserer Wochenserie, in der wir uns dem Thema Armut in Deutschland von ganz unterschiedlichen Seiten nähern, wollen wir Ihnen heute jemanden vorstellen, der mit großem Herz gegen Kinderarmut kämpft. Eine starke Frau aus Halle an der Saale. Der Verein von einer wirklich beeindruckenden Frau, also Tina Witkowski, bekommt außer für den vereinseigenen Kindergarten keine öffentlichen Gelder und finanziert sich über Spenden. Jeder Euro ist da also willkommen. Und ich begrüße jetzt Sachsen-Anhalt-Sozialministerin Petra Grimm-Benne in Magdeburg. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Sie sind sicher stolz auf dieses starke private Engagement. Wie unterstützen Sie solche Vereine als Landesregierung eigentlich? Mhm. Danke, Frau Petra Grimm-Benne, Sozialministerin in Sachsen-Anhalt. Ich danke Ihnen auch. Jetzt geht es bei uns um eine Gefahr, liebe Zuschauer, die man nicht sehen, nicht riechen oder schmecken kann. Doch bereits geringe Mengen davon können tödlich sein. Es geht um Kohlenmonoxid, kurz CO. Wenn man nicht merkt, dass sich dieses Gas in der Wohnung oder im Haus ausbreitet, kann man ohnmächtig werden und im schlimmsten Fall daran ersticken. Mit wenig Aufwand und einem kleinen Gerät kann das aber verhindert werden. Die 3 Kollegen der Landesfunkhäuser, schönen guten Tag. Hallo Anja. Hallo. Guten Tag. Es war jetzt echt, wo muss ich denn hin? Irgendwie ist das Bild anders. So, es war jetzt echt schwierig, zu euch zu kommen, weil das mit Andreas hier durchs Haus zu fahren, das war großartig.
muss ich mal sagen. Aber ein bisschen neidisch. Ja, war, oder? Mhm. Aber ich kann ja mal ein gutes Wort für dich einlegen, Susi. Er wartet ja auf mich. Vielleicht nimmt er dich das nächste Mal auf. Vielleicht. Ah, erstmal ein herzliches Hallo. Hallo. Ihr beschäftigt euch heute mit einem tierischen Investitionshemmnis. Was hat es denn damit auf sich? Das Thema Diabetes-Früherkennung für Babys. Mehr dazu dann genau. 19 Uhr im Sachsenspiegel. Danke, Tino. Schöne Sendung. Morgen, liebe Zuschauer, sprechen wir mit unserem Gesundheitsexperten Dr. Thomas Dietz darüber, wie viel unsere Leber eigentlich aushält und welche Therapien helfen, wenn der Schaden eingetreten ist. Hier geht's jetzt weiter mit MDR Aktuell. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bis morgen. Macht's gut.